Was geht und willkommen zurück zu Project Zomboid. Ja, es ist 5 Uhr bzw. 6 Uhr morgens, es ist sind Minusgrade, mir ist kalt, es ist windig, wir haben einfach mal alles und ich würde nicht so viel Zeit verplempern. Ich würde gerne, nicht wie in der letzten Folge angekündigt, ich sag mal Fliesen aus dem Einkaufscenter holen, sondern, was viel wichtiger ist, man sieht's, ein Kamin würde ich mir holen. Und da war ein super Tipp in den Kommentaren. Eventuell in Jagdhütten, da befinden sich auch sehr, sehr oft Kamine, ja. Und jetzt ist halt die Frage, wo sind die Jagdhütten? Wir sind hier. Ich kann mir vorstellen, dass hier so in diesem Waldgebiet viele Jagdhütten sind. Oder hier oben, da bin ich der Meinung auch mal Jagdhütten gesehen. Schwierig, schwierig, schwierig. Wo wollen wir da hin? Hier sind wir ja letztes Mal lang gefahren. Ich würde fast sagen, wir fahren einfach mal, wollen wir mal hier runter? Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Wir fahren einfach mal in die Richtung und gucken, ob wir da irgendwie eine Jagdhütte finden. Und wenn wir da wo kommt der denn auf einmal her? Gott sei Dank haben wir die Map weggepackt. Sonst hätten wir jetzt ein Problem gehabt. Okay, keine Ahnung, woher die kommt. Ich hoffe, da sind nicht noch mehr. Ich würde sagen, wir schnappen uns mal dieses Auto. Das Problem wird sein, hier wird wahrscheinlich kein Benzin sein. Ich hole mir mal fix einen Benzinkanister. Nein, das wollte ich nicht, verdammt. Oh Mann, okay. So. Also, und dann nehmen wir mal... Ja komm, nehmen wir mal den, der nicht so voll ist. Vielleicht können wir auch, weil es ist ja auch auf dem Weg... der Tankstelle. Vielleicht können wir auch an der Tankstelle einen Halt machen. Wobei an der Tankstelle da unten haben wir kein Generator. Das ist ein bisschen doof. Oder wir nehmen einen Generator mit. Wir haben, glaube ich, irgendwo haben wir einen Generator. Haben wir in diesem Auto den Generator? Ich guck mal ganz fix. Nein, hier nicht. Hier auch nicht. Ich bin der Meinung, irgendwo hatten wir einen Generator. War das vielleicht in einem anderen Auto, was wir weggelassen haben? Ich weiß es nicht. Hier ist auch keiner. Schade. Okay, nichtsdestotrotz würde ich das Auto einmal hier befüllen, volltanken. Wenn wir es irgendwie hinkriegen. So, Kraftstoff hinzufügen. Einmal alles bitte. So, und auf jeden Fall, nicht zu vergessen, Essen mitnehmen. Den Benzinkanister, wie gesagt, lassen wir einfach mal... in unserem Inventar, falls wir irgendwas abzapfen müssen. So, dann hole ich mir noch einmal ein bisschen Nahrungsmittel mit, vielleicht einfach nur ein paar Konserven und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Eigentlich wollte ich nicht zu viel Zeit verschwenden, aber gut, ist halt so. So, wir essen einmal, komm, wir essen einmal diese Spalterbsen komplett auf, nehmen einmal eine Packung Linsen mit, Bollo ein, zweimal und vielleicht einmal... ja, sollte ausreichen, oder? Hier eine Dose Karotten nehmen wir noch mit. Das sollte dann aber endgültig ausreichen. Alles natürlich hier in Rucksack. So, die Spaltenerbsen haben wir auf jeden Fall sehr, sehr gesättigt. Das ist wunderbar. Das kann hier rein. Tischlereiband 4 müssen wir durchlesen. Lassen wir mal im Inventar. Und wir haben ja unsere... Pistole auf jeden Fall ausgerüstet. Die lassen wir auch da. Wir haben Magazin und so weiter alles befüllt mit Patronen in der letzten Folge. Deswegen würde ich sagen, machen wir... Oh, ich wollte doch nicht rüberklettern, Mann. Machen wir uns jetzt auf. Wie gesagt, fahren wir einfach mal ja, hier runter. Mal gucken, was wir da finden. Ich glaube, das sollte vom Benzin, vom Tank aus reichen. Ansonsten machen wir nochmal einen kleinen Stopp und zapfen irgendwo Benzin ab. Ja, wobei Benzin ist vielleicht doch nicht so gut. Also so viel. Oder wir machen einen kleinen Stopp erstmal an der Tankstelle. Weißt du was, wir fahren in die andere Richtung. Richtung Tankstelle und dann gucken wir mal in der Richtung, ob wir da irgendwie eine Jagdhütte finden in der Nähe. Oder irgendein Gebiet, wo eine Jagdhütte sein könnte. So. So, die Tankstelle müsste ich hier gleich sein. Ein weiter. Ich nehme hier gerade ein bisschen zu viele Zombies mit. Das gefällt mir gerade nicht so. So, hier ist die Tankstelle. Unser Tank ist auf der linken Seite. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall halten. Das sollte eigentlich klappen.
Auto aus und jetzt müssen wir erstmal die Gegend hier clearen. Ich hoffe, das geht einigermaßen. Zack, zack. Jawohl, was hat der? Oh, das ist ein Polizist. Der hat ein Gewehr oder sowas. Eine Magnum und einen Schlagstock. Wir nehmen den Schlagstock mal mit. Die Magnum lassen wir mal erstmal außen vor. Ja, da hinten kommen noch ein paar. Den nehmen wir erstmal mit, bevor der uns überrascht beim Tanken. Dann machen wir mal schnell den Generator an. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil der Generator ist natürlich auch laut. Einschalten. Und hier müsste jetzt irgendwie die Option sein zu betanken. Hoffentlich. Ja. Oh, ich bin zu weit weg. Ja, hier, betanken. Okay, let's go. Ich hoffe, wir werden nicht überrascht von irgendwelchen Zombies. Ich halte meinen linken kleinen Finger auf der Shift-Taste gedrückt. Ja, da unten kommt einer. Aber wir haben gleich fertig getankt. Komm schon. Komm schon. Fertig tanken. Okay, geschafft. Enge Kiste. Und, okay. oh mein Gott. Gefährliches Pflaster. Und hier einmal Benzinkanister einmal komplett auffüllen, bitte. Aber ich habe gesehen, da kommt gleich einer. Oder zwei. Die erledigen wir erstmal. Und den dritten auch noch. Und den vierten auch noch. Und den fünften auch noch. Der da krabbelt. Okay, da kommen jetzt doch einige. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber den Benzinkanister würde ich auf jeden Fall gerne einmal auffüllen. Das machen wir mal fix. Können wir auch hier machen. Benzinkanister auffüllen. Und ich sehe gerade, wir haben kein Wasser mehr. Wir haben vergessen, unsere Wasserflasche aufzufüllen. Das ist nicht so geil. Das ist schlecht. Den Benzinkanister einmal fix in den Kofferraum. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg und hoffen, dass wir irgendwo... Ach nee, fast vergessen. Ganz wichtig. Generator ausschalten, weil das nächste Mal, wenn wir herkommen, ist er dann leer. Das ist nicht so geil. So. Okay. Perfekt. Dann haben wir ganz schnell aufgetankt. Uns noch einen Benzinkanister befüllt. Und jetzt sind wir good to go. Für die Suche nach einem Kamin. Wie gesagt, fahre ich jetzt einfach mal hier oben lang. Und mal schauen. Ich fahre einfach mal links lang. Mal gucken, ob wir hier irgendwie in dieser Richtung was finden. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es. Vielleicht fahren wir dann einfach mal so eine Abzweigung rein und gucken und hoffen, dass wir da irgendwie eine Jagdhütte oder... Ja, von mir aus auch ein Farmgebäude, solange da halt ein Kamin drin ist. So, einfach mal hier rein. Ja, okay, wir sind ziemlich schwer. Die Bremsen funktionieren leider nicht mehr so, so gut. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber wir fahren einfach mal hier rein. Einen Briefkasten auf jeden Fall schon mal mitgenommen. Sehr gut. Ja, warum nicht? Ist das hier nicht eine Jagdhütte? Also wenn wir hier jetzt einen Kamin finden, ne, dann holy shit, ist das geil. Ja gut, eine Jagdhütte ist das jetzt nicht unbedingt, aber eventuell. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht drin. Aber ich glaube, hier ist glaube ich kein Kamin drin. Sonst hätte ich den schon gesehen. Oder? Nee, kein Kamin. Schade. Mann, das darf doch einfach nicht wahr sein, dass wir keinen Kamin finden. Wir nehmen die Dose mit Sardinen mal mit. Die sind immer ganz gut und das gepökelte Fleisch auch. Ja, komm, Bohnen auch. Warum nicht? Ja, eine Rast machen wir hier auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Aber wir füllen einmal unsere Wasserflasche, damit wir wieder Trinkwasser haben. Trinken. Okay, perfekt. Okay, ja, okay, mehr können wir hier leider nicht machen. Schade. Autohandbuch für Sportmodelle habe ich bereits gelesen. Okay. Schade, kein Kamin hier. Haben wir hier irgendwie eine Garage oder so? Nein, da oben ist noch eine Hütte. Da gehen wir mal zu Fuß hin. Da brauche ich jetzt mein Auto nicht anschmeißen. Ja, mit etwas Glück haben wir da einen Kamin, aber um ehrlich zu sein, ich bezweifle es. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Kommen wir natürlich auch nicht rein. Ich glaube, so ein Haus hat keinen Kamin, ne? Ja, egal. Looten wir einfach mal durch. Ich guck mal gleich in die Map, wo wir überhaupt sind. Wenn er das Fenster endlich mal aufkriegt. Okay, das kriegt er nicht auf. Hier ist ein Fernseher. Also hier ist auf jeden Fall kein Kamin in dem Raum. Kommen wir aber Gott sei Dank erstmal rein. Einmal kurz die Map aufgemacht. Wir sind hier oben. Wir sind noch nicht allzu weit weg. Wir können dann aber, wie gesagt, hier oben weiterfahren.
Comic-Heft, okay, 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 Fernseher, Blatt Papier. Aber kein Kamin, verdammt nochmal. Pinzette, Schmerzmittel brauchen wir alles nicht. Nein. Wir finden einfach kein Kamin. Okay, wir gucken aber hier trotzdem nochmal. Aber wir werden hier nichts finden. Taschenlampe, okay. Elektronikschrott. Zigaretten, Bindfaden, nein. Okay, wir werden hier leider nicht fündig. Deswegen müssen wir wieder zurück zum Auto und ja, weitersuchen. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Hier oben ist nichts weiter. Und da auch nicht. Essen oder allgemein Versorgung haben wir genug auf dem Weg. Deswegen brauchen wir dafür jetzt keinen Rast mehr machen. Aber es kann sein, dass wir bald müde werden. Das ist, glaube ich, nur lang. Nee, das ist unglücklich, okay. Wahrscheinlich, weil wir das Konservenfutter gegessen haben. Wir sind da jetzt eigentlich nur gute Sachen gewohnt, wie Pancakes und sowas. Ich bin überlegen, vielleicht doch hier oben mal lang zu fahren. Und nicht wieder zurück zur Hauptstraße. Weil gerade so Jagdgebäude oder Jagdhäuser sind ja meistens auf so Feldwegen, ne? Und gar nicht auf Hauptstraßen. Deswegen fahren wir einfach mal hier lang. Mit der Hoffnung, irgendwas zu finden. Oh, okay. Ah, das ist hier wieder so ein Silo, ne? Hier wird es wahrscheinlich wieder viel abgelaufenes Zeug geben. Wir gucken einmal hier rein, was wir finden. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr viel Neues finden. Wir haben eigentlich schon alles an Loot gefunden, was wir brauchen. Feuerlöscher, Schraubenschlüssel, Benzinkanister, Hammer. Wie gesagt, Nägel können wir vielleicht sogar nochmal mitnehmen, weil man die halt immer braucht. Ansonsten, ja, nichts Aufregendes. Oder nichts, was wir nicht kennen. So. Ja, mal gucken, ob wir von hier aus irgendwie auf die Hauptstraße kommen. Ja, wir könnten hier nach oben weiterfahren, aber das ist eher so ein Landweg. Da will ich ehrlich gesagt nicht hochfahren. Wer weiß, wo wir da landen? Ich fahre hier einfach mal runter. So, hier ist eine Abzweigung. Hier muss ich mal stark bremsen. Komm schon. Oh Mann, da fahre ich einmal rein. Natürlich wieder mit der Hoffnung, ja, einen Kamin zu finden. Das wäre es doch, wenn wir jetzt hier einen finden. Ich sehe schon, komm, wir fahren wieder so weit, bis wir wieder zum Militärgebäude fahren. Zu diesem Militär, wo, oder zu diesem Pornshop, wo wir ganz viel Militärkram gelootet haben. Okay, das sieht mir hier nicht so aus, ob hier was gibt. Wo sind wir denn gerade? Okay, wir kommen von hier direkt fast wieder zurück zu unserer Base, ne? Zu unserer Anfangsstadt, nach Rosewood. Sieht aus wie so ein Fußweg nach Rosewood. Okay, nee, da will ich nicht lang. Ich glaube, hier sollten wir wieder umkehren. Schade, dann müssen wir doch wieder die Hauptstraße weiter entlang. So, hier ist die nächste Abzweigung. Oh mein Gott! Was habe ich getan? Ich bin wieder gegen Baum gefahren. Oh nein. Okay, ich glaube, das Auto gibt wieder seinen Geist auf. Och nee, mach doch so einen Scheiß nicht. Aber wir sind nicht so weit von der Base entfernt, Gott sei Dank. Ja, wobei doch, wir sind schon ziemlich weiten Weg gefahren. Oh nein, wir haben wieder... Oh nein. Also ich und Autos, ne? Das ist der Wahnsinn, wie schlecht ich einfach mal mit dem Auto umgehe. Das ist der Wahnsinn. Mal gucken, ich gehe einfach mal hier lang. Mit der Hoffnung, dass wir hier irgendwie ein Gebäude finden. Vielleicht sogar mit etwas Glück ein Auto. Das wäre der Wahnsinn. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich vermute, dass wir hier kein Auto finden. In der Nähe. Da müssen wir schon irgendwie in die nächste Großstadt. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, ich bin, keine Ahnung, ja, ich will es nicht sagen, aber ich bin einfach bekloppt, wie ich Auto fahre. Okay, wir werden langsam hungrig. Es geht hier einfach nur straight geradeaus. Ich habe keine Ahnung, wo ich lande. Nicht, wenn es hier einfach wirklich nur geradeaus bis zur nächsten Hauptstraße geht. Das wäre ja mal mega kacke. Aber gut, dann ist es halt so. Das Problem ist, wir werden da wahrscheinlich kein Auto finden, oder? Wir gehen einfach mal den Weg entlang. Mal gucken, wohin uns der Weg führt.
Okay, ich laufe hier die ganze Zeit schon geradeaus weiter und wir sind schon gemäßigt angestrengt und wir finden einfach keine Hauptstraße. Wir sind hier irgendwie mittendrin. Ich glaube, wir werden hier irgendwie nicht fündig. Hier geht es jetzt auch nach rechts. Ich habe keine Ahnung, wo lang wir gehen. Das ist... Puh, ich glaube, so viel Pech hatte ich tatsächlich noch nie. Den letzten Autounfall, da war ich ziemlich nah an der Base, aber ich entferne mich immer weiter von der Base. Oh Mann, wir haben Gott sei Dank noch ein bisschen Essen dabei. Ich weiß aber nicht, ehrlich gesagt, wie es jetzt hier weitergehen soll. Oh Mann, ist das ätzend. Das ist richtig ätzend. Also wenn ich jetzt wegen diesem Scheiß hier irgendwie sterbe, dann weiß ich auch nicht. Und dann noch so mitten in der Kälte. Holy shit. Ich würde aber sagen, ich mache an der Stelle einen Cut. Ich schaue, wohin der Weg mich führt. Und ja, es wird auf jeden Fall ein neues Abenteuer. Es bleibt spannend. So viel Spannung hatte ich ja schon lange nicht mehr. Mein Auto ist auf jeden Fall hier. Hier ist auf jeden Fall auch ein voller Benzinkanister. Ich würde sagen, ich markiere mir das mal blau oder rot ruhig. Ein Autosymbol. Einfach nur, dass wir wissen, hier ist ein Auto. Ist hier ein Autosymbol? Das hier. Zack. Vielleicht brauchen wir das noch. Einfach um den Benzinkanister wieder zu holen oder was auch immer. Oh Mann, ich reg mich jetzt schon auf, was ich da getan habe. Und hier geht's auch wieder runter. Verdammt, wo geht's denn hier lang? Irgendwie hier. Ich glaube, der verbindet mich hier wieder, ne? Dann sind wir hier. Ich würde eigentlich gerne hier nach oben. Egal, wir gehen jetzt dorthin, wo der Weg kurz hinführt. Ey, das ist nicht gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin. Ciao.